herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und mit dir, mit euch Yoga machen kann. Und falls noch nicht geschehen, richte dir gerne noch einen Platz her, eine Matte, etwas Bequemes zum Anziehen und dann treffen wir uns auf der Matte. Wenn du schon alles bereit hast, dann komm in einen bequemen und aufrechten Sitz. Du kannst dir gerne noch etwas unterlegen zum Sitzen, ein Polster oder auch ein Buch, je nachdem, was du gerade parat hast. Und damit du ein bisschen erhöht sitzen kannst, damit deine Wirbelsäule unterstützt wird. Und leg deine Hände einfach ganz entspannt entlang deinen Schoß oder auf deine Knie. Das, was sich jetzt gerade für dich besser und natürlicher anfühlt. Und dann nimm ein paar ganz tiefe Atemzüge, um hier anzukommen. Auf deiner Matte anzukommen. In deinem Körper anzukommen. Und falls nicht schon geschehen, schließ gerne den nächsten Ausatmen deine Augen. Richte deine Aufmerksamkeit nach innen. Und löse dich von allem, was jetzt gerade war. Von allen Eindrücken, die du bekommen hast. Von all dem, was du von dir bekommen hast. Alles, was vielleicht gerade noch in deinem umhergeht und löst dich auch von all dem, was du schon darüber nachdenkst, wie dein Tag weitergeht. Wie die Sessions weitergehen werden. Und lass diese Gedanken einfach ziehen. Nimm sie einfach wahr und lass sie ziehen. Und komm ganz präsent an in dir. Und richte gerne deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Und nimm wahr, wie deinen Atem mit deinem Körper einspielt. Und deinen Atem anfühlt. Die Nase in dich hineinkommt. Der Brustkorb sich mit dir senkt. Und lass deinen Atem ganz tief fließen. Du kannst auch gerne wahrnehmen, wie dein Atem fließt. Es vielleicht eine Stelle gibt, dann wäre es nicht unbedingt weitergeht. Vielleicht dein Atem im Hals bleibt, im Brustkorb oder bis die Mutter in den Bauch kommt. Und egal wie weit dein Atem heute geht, nimm es einfach so an, ohne es verändern zu können. Ohne dich verändern zu wollen. Ich spüre mich deinen gesamten Körper und der Unterlage, deine Unterknie, deine Oberschenkel berühren. Der Atem in dich fließt und dein Brustkorb anhebt und senkt.
Und mit der nächsten Einatmung deine Schultern über vorne nach oben zu deinen Ohren. Und ausatmen lässt du deine Schultern über hinten hinten. Einatmen, nach oben ziehen bis zu den Ohren. Und ausatmen, sinken lassen. Einatmen, nach oben zu den Ohren und ausatmen, sinken lassen. Ausatmen, alles los. Einatmen, hochziehen und ausatmen, sinken lassen. Mach die Bewegung so groß oder so klein, wie du es jetzt gerade fühlst. Stimm dich an. Noch ein letztes Mal einatmen, zieh die Schulter nach oben und ausatmen, sinken lassen. Und noch einmal zum Stillstand. Und bring dann deinen Kopf rein, ganz langsam und sanft, wohl nach vorne. Bring dein linkes Ohr zur linken Schulter und lass deinen Kopf sinken. Das linke Brust und dann das rechte Ohr zur rechten Schulter. Und wieder über vorne nach links. Für deinen Nacken und den Zug. Mach das ganz achtsam. Ganz achtsam. Achtsam. Gerade ich. Ganz richtig auf. Und schalte jetzt auf die Decke. Und mit der nächsten Einatmung ziehst du deine Arme über die Seite nach oben. Die Schultern bleiben tief. Zieh dich ganz lang. Deine Fingerspitzen nach oben. Die Streckung in deinem Körper. Der Nacken ist lang. Schalte die Bedeckung. Bisschen weg von den Ohren. Und dann bring deine Handflächen zueinander. Und ausatmen, zieh deine Hände vor. Einmal einatmen, die Arme ziehen über die Seite nach. Dann Flächen treffen sich und ausatmen. Einatmen, noch einmal nach oben. Zieh dich lang und bring deine linken Fingerspitzen zu den Boden und lehn dich nach oben. Dein rechter Arm zieht über das Ohr. Dein rechter Sitzbeinhöcker bleibt mit dem Boden verbunden. Dann gehst du entweder gerne zum Boden oder auch zu decken. So, dass du dich in dieser Wundestange aufgespannt bleibst, eine Dehnung in die Seite bringst. In deine Flanken hinein. Einatmen. Dich auf und ausatmen, lehn dich nach rechts. Immer noch auf der rechten Seite, dein linker Arm zieht über das Ohr. Atme hier noch einmal tief ein und aus. Und dann einatmen, komm zur Mitte, bring noch einmal beide Arme nach oben, Handflächen zueinander, ausatmen, die Hände vors Herz. Bring noch einmal die Arme nach oben, einatmend und ausatmend. Dreh dich nach rechts. Deine linke Hand kommt auf den rechten Oberschenkel, deine rechte Hand hinter dich aufgestellt und komm hier in eine Drehung. Einatmen, zieh dich in die Länge, die Wirbelsäule wird lang und ausatmen, dreh dich noch etwas mehr. Einatmen, längen und ausatmen in die Drehung.
Einatmen, längen und ausatmen, lass dich hineinsinken. Und einatmen, komm zurück zur Mitte, zieh die Arme noch einmal nach oben und ausatmen, dreh dich nach links, rechte Hand auf den Oberschenkel, die linke Hand hinter dir aufgestellt. Die Wirbelsäule ist ganz lang, der Scheitel zieht zur Decke. Einatmen, läng dich und ausatmen, noch etwas weiter in die Drehung. Spür diese Drehung in dir. Dein Atem fließt ganz tief. Und einatmen, komm zurück zur Mitte, zieh die Arme nach oben, Schulter noch einmal ganz bewusst weg von den Ohren, zieh dich lang und jetzt schieb auch gerne dein Brustbein mit nach vorne, komm in eine ganz leichte Rückwärtsbeuge und ausatmen, Hände fürs Herz. Jetzt bring gerne deine Daumenrückseite an dein Brustbein, spür hier die Verbindung zu dir. Halte kurz inne, lande ganz tief in dir selbst und dann komm von hier in einen Vierfüßlerstand. Bring deine Hände schulterweit auseinander, weit aufgefächert die Fingerspitzen, die Knie unter der Hüfte und von hier in ein Cat-Cow. Das heißt, du schiebst dein Brustbein nach vorne, so als würdest du es zwischen den Händen durchschieben wollen. Der Bauch wird ganz lang, einatmen und ausatmen. Runde den Rücken, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule, die Schulterblätter ziehen auseinander, Kinn zur Brust. Einatmen, Brustbein schiebt nach vorne, Sitzbeinhöcker auseinander. Und ausatmen, runden. Drück die Hände ganz fest in die Matte. Einatmen, längen. Und ausatmen, runden. Und noch ein letztes Mal einatmen, läng dich. Und ausatmen, runden. Und komm von hier in einen neutralen Rücken. Heb deinen rechten Arm nach vorne und dein linkes Bein ausstrecken und zieh dich hier wirklich in die Länge. Schau, dass du in der Mitte ganz stabil bist. Dein Nacken ist lang und ausatmend bringst du Knie und Ellbogen zueinander, der Rücken rundet. Und einatmen, zieh dich in die Länge. Ausatmen. Knie und Ellbogen zueinander, einatmen, läng dich und ausatmen, runden. Einatmen, strecken und ein letztes Mal zieh dich ganz rund und streck dich, zieh dich noch einmal ganz bewusst auseinander und bring dann wieder rechte Hand und linkes Knie zum Boden. Spür dich hier noch einmal und dann die andere Seite, dein rechtes Bein streckt nach hinten, linker Arm zieht nach vorne, zieh dich auseinander, zieh dich in die Länge, dein Bauch ist fest und ausatmen, Knie und Ellbogen zueinander, runde den Rücken, einatmen, zieh dich in die Länge, ausatmen, runden, einatmen, strecken. Und aus, runden. Und zieh dich noch einmal in die Länge. Für die Länge zieh dich wirklich auseinander. Und dann setz deine Hand und dein Knie wieder auf den Boden ab. Deine Hände sind ganz weit aufgefächert. Und jetzt stell deine Zehen hinten auf und schieb dich in den herabschauenden Hund. Hände drücken fest in die Matte.
Die Schultern sind weg von den Ohren. Du kannst deine Knie hier gerne gebeugt lassen, um die Länge in den Rücken zu bringen. Kopf ist entspannt, der Nacken ist lang. Dann kannst du hier gerne deine Beine abwechselnd strecken und beugen, als würdest du auf der Stelle laufen. Und gut deinen Körper durchbewegen. Und den Atem ganz tief fließen lassen. Nun komm hier wieder zur Ruhe, noch einmal in den stillen, herabschauenden Hund. Und dann lauf von hier in kleinen Schritten nach vorne zur Matte, zwischen deine Hände. Lass deinen Kopf sinken. Deine Hände kannst du einfach baumeln lassen oder auch deine gegenüberliegenden Ellbogen greifen und wirklich das ganze Gewicht abgeben. Der Kopf hängt, du musst hier nichts mehr halten. Und wenn du magst, kannst du auch hier ein wenig von links nach rechts oder von vorne nach hinten schaukeln. Schau, was sich da jetzt gerade gut anfühlt für dich. Und falls du deine Hände an den Ellbogen hast, lass sie gerne wieder los, lass deine Arme hängen, beug deine Knie ganz leicht und roll dich dann Wirbel für Wirbel nach oben ins Stehen. Der Kopf kommt ganz zum Schluss. Und schau, dass deine Füße hüftbreit auseinanderstehen, das Becken ist aufgerichtet, roll noch einmal die Schultern über oben nach hinten, sodass du ganz aufgerichtet hier stehst, deine Arme sind an der Seite. Dein Nacken ist lang und du stehst ganz stabil und fest verwurzelt. Und dann einatmen, ziehst du die Arme über die Seite nach oben. Ausatmen, tauch ab in die Vorwärtsbeuge mit langem Rücken. Bring deine Hände zum Boden und stell deinen rechten Fuß ganz weit nach hinten in einen Ausfallschritt. Rechtes Knie kommt zum Boden und einatmen, heb deine Arme über die Seite nach oben. Wie Planche, lass dich hier tief sinken. Schau, dass dein vorderes Knie nicht ausbricht, sondern gut über dem Fußgelenk bleibt. Die Schultern sind weg von den Ohren, Becken aufgerichtet. Mit jedem Ausatemzug lässt du dich etwas tiefer sinken. Einmal einatmen und ausatmen, bring deine Hände wieder nach vorne, stell dein hinteres Knie auf und bring deinen rechten Fuß nach vorne zum linken. Noch einmal in die Vorwärtsbeuge. Und bring dann deinen linken Fuß ganz weit nach hinten, linkes Knie zum Boden, einatmen, die Arme ziehen über die Seite nach oben. Und diesmal ausatmen, bring deine Ellbogen zur Seite, öffne dich, öffne deinen Brustkorb, zieh deine Hände wie so Kaktusarme zur Seite und nach hinten und öffne deinen Brustkorb. Ganz tiefe Atemzüge hier. Wieder hier mit jeder Ausatmung lässt du dich ein klein wenig tiefer sinken. Dann einatmen, streck deine Arme noch einmal nach oben. Ausatmen, die Hände zum Boden. Dein linkes Knie hebt ab und du kommst noch einmal mit dem linken Fuß nach vorne zum rechten in die Vorwärtsbeuge. Die Knie leicht gebeugt, einatmen, die Arme gehen über die Seite, kommen ins Stehen, die Arme ziehen nach oben und ausatmen, die Hände vors Herz. Einatmen, die Arme ziehen über die Seite nach oben und ausatmen in die Vorwärtsbeuge. Und steig von hier mit beiden Füßen zurück, komm in das Brett.
in die Liegestützposition und halte hier. Schau, dass du hier wirklich eine Linie hast. Und spür die Kraft aus deiner Mitte. Und wir halten hier noch für 3, 2, 1 und ausatmen, schiebst du dich zurück in den herabschauenden Hund. Nimm einen tiefen Atemzug hier. Und mit der nächsten Einatmung kommst du auf die Zehenspitzen, ausatmen die Knie zum Boden und schieb dein Gesäß zurück auf die Fersen, komm in die Kindsposition. Einatmen wieder auf alle Viere, stell deine Zehen auf, ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, Zehenspitzen und ausatmen, die Knie zum Boden in die Kindsposition. Noch einmal so einatmen, in den Vierfüßstand, Zehen aufstellen, ausatmen, herabschauender Hund. Jetzt nimm hier noch einen tiefen Atemzug, ganz tief ein. Mit der Ausatmung alles loslassen. Dann komm wieder auf deine Zehenspitzen, leg deine Knie am Boden ab, setz dich zurück, komm in einen Sitz und schwing deine Unterschenkel zur Seite, sodass du in den Langsitz kommst. Das heißt, streckst deine Beine ausgestreckt nach vorne aus. Deine Zehen zeigen zu dir. Richtest dich auf, Rücken ist lang und dann einatmen, zieh die Arme über die Seite nach oben und ausatmen, komm in die Vorwärtsbeuge. Lass deine Hände einfach dort sinken, wo sie natürlicherweise landen. Vielleicht ist das neben deinen Schienbeinen, vielleicht kannst du aber auch deine Füße greifen. Schau einfach, was heute für dich angenehm ist und was passt und dann lass dich hier ganz in diese Vorwärtsbeuge hineinsinken. Mit jedem Ausatemzug sinkst du etwas tiefer und lässt ganz los. Mit der nächsten Einatmung rollst du langsam auf, kommst wieder zum Sitzen, stellst deine Knie auf, rutschst vielleicht etwas weiter nach vorne auf die Matte, sodass du genug Platz hast und rollst dich dann ab und kommst ins Liegen mit dem Rücken auf die Matte. Nimm gerne deine Knie direkt mit zu dir heran, zieh sie zu deinem Brustkorb und dann kannst du mit deinen Knien Kreise ziehen oder von links nach rechts schaukeln, sodass du deinen unteren Rücken etwas massierst. Und dann stell deine Füße wieder auf den Boden ab. Deine Arme sind nach links und rechts ausgestreckt und ausatmend lässt du deine Knie nach rechts sinken. Einatmen, wieder zur Mitte, ausatmen, nach links. Einatmen, zur Mitte und ausatmen, nach rechts. Einatmen, zur Mitte und ausatmen, nach rechts. Komm wieder zur Mitte und von hier kannst du gerne deine Knie noch einmal anziehen, deinen Kopf zur Stirn bringen, ein kleines Päckchen machen, ganz klein dich machen und dann ausatmend streckst du dich aus, kommst in die Endentspannung, ins Shavasana. Deine Füße sind ungefähr mattenweit auseinander, deine Arme liegen entlang vom Körper, die Handflächen zeigen nach oben. Und
Und komm hier ganz an, spür die Unterlage unter dir, unter deinem Körper. Spür deinen Atem. Und lass ganz los, lass mit jedem Ausatmen ein Stück mehr los. Gib alles ab, was du nicht mehr brauchst. Alles halten. Alles kontrollieren. Alles planen. Alles vorbereiten und zerdenken. In diesem Moment nicht wichtig. Gib es einfach ab. Komm ganz an in dir, in deinem Körper, in diesem Moment, mit dir, präsent. Und dann nimm ein paar ganz tiefe Atemzüge, ganz tief hinunter in deinen Bauch, in dein Becken. Lad kleine Bewegungen wieder ein in deinen Körper. Beweg dich, streck dich. Und dann komm auf deine Weise wieder nach oben zum Sitzen. Komm in einen aufrechten, für dich bequemen Sitz. Lass gerne deine Augen noch geschlossen. Nimm hier nochmal einen ganz tiefen Atemzug. Spür dich hinein. Nimm wahr, wie es dir jetzt geht. Nimm wahr, was sich vielleicht in dir verändert hat zum Beginn dieser halben Stunde. Und dann schließ deine Hände vor deinem Herzen, deine Daumen berühren dein Brustbein als Zeichen zur Verbindung zu dir selbst. Spür diese Verbindung zu dir. Zu deinem Körper, zu deinem Atem, zu deinem Sein. Und schenk dir gerne hier noch ein Lächeln. Bedank dich bei dir selbst, dass du dir diese Erfahrung geschenkt hast, diese Bewegung geschenkt hast, dieses Innehalten und gleichzeitig Bewegen deines Körpers. Und ich danke dir sehr, dass du dabei warst.